Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eternal Darkness Sanity's Requiem. Muss ich kurz schauen, dass wir ein Bild haben. Weil ein Bild wollen wir. So, sehr schön, jetzt haben wir ein Bild. Bevor wir anfangen, muss ich kurz zwei Sachen sagen. Einmal sind es heute ganz normal drei Folgen. Heute kommt ein neues Projekt neben Eternal Darkness und The Witcher 2, weil es zu Magic keine Kommentare mehr gab. Deswegen sehe ich Magic als abgeschlossen, habe ich ja gestern schon erwähnt. Das zweite ist, dass es leider nur noch 35 Abonnenten sind. Einer ist abgesprungen. Leider weiß ich nicht, wer es ist. Zumindest ist mir jetzt kein besonderer aufgefallen. Schade, aber ist halt eine Sache, die man ansprechen muss. Ja, beim letzten Mal haben wir Mikes Chapter beendet. Wir haben mit einer C4-Bombe mit Mentor of Monkey verstärkt die verbotene Stadt in die Luft gejagt. Wir sind jetzt wieder Alex und haben mit Hilfe des Teleskops im Keller einen Gang geöffnet nach Engar. Wir haben auch den letzten Zauber in Mikes Chapter gefunden, also den allerletzten, der uns noch gefehlt hat. Das war der Bindungszauber. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's wohl Richtung Endkampf, Richtung Pyros aufhalten. Wir sind jetzt auf dem Weg runter nach Engar. Und mal gucken, es wird sicher sehr spaßig. Weil wir haben jetzt das verzauberte Gladius, wir haben alle Essenzen, das Gladius haben wir bekommen durch ein Paket. Ich würde gerne kurz, bevor wir richtig anfangen, das Leben heilen. Verstand mal nicht, ich denke mal, Halluzinationen hier wären ganz lustig. Aber das Leben würde ich gerne heilen. Damit wir volles Leben haben. Durch diese Treppe sind wir beim letzten Mal runtergekommen. Jetzt schauen wir mal. Hier ist eine zweite Treppe. Ich nehme an, das ist die Treppe, die Max und Edward genommen haben. Alex kann nicht bei dieser Leiter klettern, weil die Rossen anscheinend abgebrochen sind. Oder zu abgenutzt sind. Vielleicht von Maximilian Royves vor all diesen Jahren. Ja, Max ist ja damals hier runtergekommen. Ich glaube, Edward auch. Bestimmt werden wir unten erwartet. Hier ist Engar, jetzt natürlich ganz dunkel. Weil Edward ja damals zerstört hat mit der Magie. Wie das Tome es schon vermutet hat von den Wörtern, von dem, was Edward und Maximilian geschrieben haben, existiert die Stadt. Und sie ist viel, um einiges unglaublicher, als Alex gedacht hat. Hier sind die Ruinen von Engar, der gleichen Stadt, übernommen von den Wächtern von Chaturga, also parasitiert, ich will es mit übernommen übersetzen. 9 große Türme überragen die umliegenden Gebäude. Es scheint so, dass diese Türme eine Art Fokus erzeugen, um Energie in die Stadt zu leiten. Ja genau, das war ja der Nanomachtzirkel, den Edward benutzt, um die Stadt zu zerstören. Da jetzt kein Licht mehr ist, nehme ich an, dass die nicht mehr funktionieren. Auf geht's. Ich bin ein bisschen nervös, weil wir haben halt keine Ahnung, was uns erwartet. Beim letzten Mal hatten wir ja viel Spaß hier mit den Guardians gerade. Und mal sehen, wie viel Spaß wir diesmal haben. Hier sind wir jetzt am Anfang der Halle, da wo Max seinen ersten Kampf hatte. Sieht verlassen aus. Aber ehrlich gesagt traue ich dieser Ruhe keinen Meter weit. Also was heißt Ruhe? Die Halluzination haben wir ja keine Ruhe, aber ihr wisst, was ich meine. Ich trau dem nicht wirklich. Es sieht nicht aus, als ob hier irgendwas wäre. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt rein. Ich nehme mal an, Pyros will, dass wir zu ihm kommen. Eine Britzelbarriere am Boden und alles wieder verschlossen, offensichtlich.
Unser Rückweg ist selbstverständlich auch verschlossen. Okay, wir werden gleich das Schild brauchen. Wir müssen wohl zur anderen Seite hin. Das macht ja nichts. Battle. Dann gehen wir aufs Schild. Ich würde sagen, wir nehmen das 7er Schild. Die Frage ist nur, welche Ausrichtung. Ich werde jetzt mal Uliaf nehmen. Uliaf ist, glaube ich, hier immer eine sehr gute Idee. Weil wenn hier Monster sind, werden wohl die überwiegenden Schildbürgermonster sein. Und dann laufen wir mal los. Wartet. Ja, ich bin jetzt kurz hierher gegangen, weil wir haben nur noch drei. Dieser Weg hat uns jetzt ziemlich viel von dem Schild schon gekostet. Wir haben jetzt schon noch 3 von 7. Ich würde es gerne erneuern. Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. So, jetzt haben wir wieder mehr. Ich glaube, dieser Britzler hier zieht mehr von unserem Schild ab, als der damals als der bei Mike und Roberto. Ich gehe mal kurz hin und her. Ich würde nämlich gerne meinen Mana wieder auffüllen, weil hier ist so ein Bereich, wo man völlig sicher das Mana auffüllen kann. Ja, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet, nur falls wir es brauchen. Und so viel Mana haben wir eh nicht. Also wären wir schon über die Hälfte. Wir wissen ja nicht, ob wir es brauchen. Ich würde es einfach sicher gehen wollen. Weil ich nehme an, wir müssen wieder vorne in die Tür und dann wieder über die Teleporte, so wie bei Edward auch. Und das war jetzt gerade dumm. So, sind wir voll. So gut wie. Okay, dann laufen wir nach vorne. Aha, ein Machtzirkel, ein 7er Chaturga-Machtzirkel. Sowas dachte ich mir ehrlich gesagt schon. Hätte mich gewundert, wenn wir völlig kampflos hier durchgekommen wären. Okay, das ist per Magic. 7er Skill Ulia. So, gebrochen, aber wir haben kein Schild mehr. Aua. Lauf, Alex. Wir hatten jetzt leider kein Schild mehr, aber wir haben, glaube ich, nicht viel Leben verloren. Ja, wir mussten gerade den Zauber brechen. Ne, wir haben nicht viel Leben verloren. Ich heile mein Leben trotzdem nochmal. Ich glaube, hier kann man jede Heilung brauchen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier natürlich die Puleste, die kennen wir ja schon. Von Edward. Diese Puleste sehen aus wie jene, die Pius mitgebracht hat aus der verbotenen Stadt, wo er die Essenzen der Alten gefunden hat. Okay. Eins ist aber zerstört, das sehen wir hier. Dieses Podium ist sehr stark beschädigt und zerschmettert in Staub und Überresten. Wenn man es benutzen will, dann muss es eine Möglichkeit geben, es seinem vorherigen Aussehen zu bringen. Da liegt auch was rum. Ein Teil des gebrochenen Podestes liegt hier rum. Podestfragment. Was sagt denn Alex dazu? Das Stück einer gebrochenen Platte. Es scheint ein Teil zu sein von der Oberfläche des Podestes. Wahrscheinlich ein zweites. Ja, die Energie scheint hier komplett draußen zu sein. Aber ich nehme an, wir müssen sie wieder herstellen. So, da liegt doch ein Teil des Podestes. Nehmen wir mal mit. Und dann werden wir gleich mixen. Okay, jetzt haben wir das Oberteil des gebrochenen Podestes. Ich nehme mal an, hier brauchen wir jetzt Enchant Item, damit wir es einem verschmelzen können. Und dann wohl da drauf stellen. Damit alle drei passen. Das heißt Spellless, Enchant Item. Ich nehme jetzt ein 3er Spell, ist ja völlig egal. So, das Item ist repariert. Sehr schön. Damit ist es ein ganzes Podest und wir stellen es drauf. Podestfragment. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir die Energie hier wieder rein? Wir lesen hier noch kurz. Lang vorher hat Edward Rivers
die Energie genutzt, um die Stadt der Wächter zu zerstören und die Einwohner zu dezimieren. Alex muss die Kraft zurückholen von dem of the Light. Okay, ich glaube von dem Licht, ich glaube damit meinst du Pyros, weil Pyros sieht ja aus wie ein Skelett. Und muss den Alten zerstören, den er plant, auf die Welt zu bringen, also Chaturga. Das heißt, wir müssen die Energie wiederherstellen, um Pyros aufzuhalten. Wie machen wir das denn? Ich nehme an, mit den drei Artefakten, hier sind ja drei Podeste, wir haben ja drei Artefakte von den anderen Alten. Ich mal kurz. Was zur Hölle? Hallo, Halluzination. Okay, eine Halluzination, die wir noch nie hatten. Übrigens, das, was gerade eben war, das Deep into the Darkness Hearing, ist ein Zitat von Edgar Allan Poe aus dem Gedicht The Raven, also der Rabe. Normalerweise kommt das immer, wenn man das Spiel startet. Das habt ihr nie gesehen, weil ich euch noch nie das Info gezeigt habe. Aber schön, dass wir es mal gesehen haben. Könnt ihr ja kurz auf Pause machen dann. So, was ich machen wollte, war die Essenzen platzieren. Ich glaube, wir müssen die drei Essenzen platzieren. Das heißt, nehme ich erstmal Xeltov. Sagt sie dazu was? Ein Artefakt ist jetzt hier auf dem Pfeiler platziert und kanalisiert seine Kraft zu den Empfängern, also zu diesem Irzlan. Okay, es scheint richtig zu sein. Das heißt, wir machen es mit allen dreien. Da kommt Uliok. Und da kommt Mantarok. Chaturga haben wir natürlich nicht. Chaturga hat natürlich Pyres. Und da mal gucken, was passiert. Aha! Die alten Kräfte sind wiederhergestellt. Und wir wissen ja schon, wie wir die benutzen können aus Edwards Chapter. Das heißt, wir müssen jetzt nacheinander die Sachen hier aktivieren. Das kennen wir ja schon. Ich aktiviere als erstes den hier. Das heißt, wir porten uns gleich das erste Mal zu den Ebenen von Engar. Und dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Also wir wissen ja, wo es hier hingeht. Wir müssen halt die Runen jetzt wieder aktivieren. Oh, ich höre einen Trapper. Revolver. Ich sehe zwei Trapper. Die beiden Trapper dürfen gleich mal sterben. Trapper wollen wir hier nicht. Schade, dass man die Trapper nicht finishen kann. Also bei den Trapper kriegt man keinen Verstand zurück. Ich höre noch einen Trapper. Du darfst auch sterben. Drei Trapper hier. Oh, interessant. Nachladen. Und wieder das Gladius nehmen. Die Frage ist halt, wie viel ist von den alten Einwohnern noch übrig, also von den Wächtern und den anderen Chaturga-Wesen. Ist jetzt hier natürlich auch alles dunkel, ja, weil halt das meiste zerstört wurde durch Edward. So, ich nehme an, hier kriegen wir eine Pargon-Rune, genau. Das meiste waren ja Pargon-Runen. Die Frage ist halt, was wir diesmal für einen Zauber brauchen, weil diesmal wollen wir ja nicht zerstören, sondern wir wollen was anderes. Aber schauen wir mal. Erstmal muss hinführen. Okay, das ist hier der Bereich. Wir kennen die ganzen Bereiche ja schon. Durch den Besuch mit Edward, aber jetzt sind sie natürlich. Obwohl, so anders sehen sie gar nicht aus. Das war der Bereich hier mit den beiden Eingängen, ne? Kann man denn noch was machen an dem Hebel? Was ist hier? Oh, Lava. Sollte aber kein Problem sein. Ich nehme an, hier brauchen wir den Reveal Invisible Spell. Eigentlich sollte aber kein Problem sein. Genau, jetzt haben wir eine Platte zum drüberlaufen. Jetzt haben wir keine böse Lava mehr. Schau ich kurz, kann man an den Hebeln was machen? Ne, an den Hebeln kann man nichts machen, okay. Das heißt, wir müssen nur an sich die Energie platzieren und dann immer wieder nach vorne wahrscheinlich. Die Frage ist halt, wie sehr wir dabei gestört werden. Wir müssen nach hier. Die andere Barriere steht ja noch. Die
Frage ist halt nur, wie sehr wir von den Einwohnern gestört werden. Bis jetzt war es ziemlich ruhig. Bis jetzt nur Trevor. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Das heißt, wieder das Schild. So. Auf nach vorne. Jetzt sollte es auch schneller gehen, weil jetzt müssen wir ja da vorne nicht mehr das Ding zum Bunker zerstören. So, jetzt haben wir schon mal den ersten hier aktiviert. Bis jetzt nur Trevor. Und eine Halluzination, die mit dem Gedicht. Bis jetzt alles ruhig. Die Frage ist, machen wir es wie letztes Mal, dass wir es abwechselnd machen oder nicht? Nein, ich glaube, diesmal mache ich es nicht abwechselnd. Ich glaube, diesmal mache ich es wirklich, dass ich erst die Seite mache und mich dann zur anderen vorarbeite. So ein bisschen Abwechslung. Leider ein paar Tonhänger wieder heute. Ich hoffe, von Bildhänger geht's. Mal sehen, wo es hier hingeht. Keine Trapper hier, sehr schön. Trapper mag ich nicht. Ich nehme mal halt an, dass die meisten Einwohner von Edgar tot sind. Dass die meisten Edward mit der magischen Explosion zerstört hat. Pyros wird nicht so viel wiederbelebt haben können. Also hoffe ich. Ja, hier haben wir jetzt erstmal die Qual der Wahl, die kennen wir ja noch. Das letzte Mal hatten wir hier die Redgomor-Route eingesetzt. Damals hatten wir Redgomor Netflix für Areal zerstört, aber jetzt wollen wir ja was anderes. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben Item, wir haben Self und wir haben Air Attack. Ja, wir wissen ja von Edward, dass wir einen Alten beschwören sollen gegen Chaturga, damit Chaturga nicht auf die Erde kommen kann. Deswegen glaube ich, brauchen wir diesmal Air Attack für Kreatur. Ich meine, ich fühle mich immer noch nicht wohl dabei, was zu beschwören. Aber ich glaube nicht, dass wir viele andere Möglichkeiten haben. Ich nehme jetzt Air Attack. Weil ich glaube, bei dem anderen Seite hatten wir dann die Tierruhe für die Beschwörung. So, mal sehen, wo es hingeht. Ich höre weitere Trapper. Gleich mal den Revolver zücken. Sogar mehrere Trapper. Da ist einer, da ist einer. Da ist ein dritter. Trapper City irgendwie, ne? An diesem Bereich kann ich mich übrigens jetzt gar nicht spontan erinnern. Ach doch, das ist der Bereich mit der Blutsee. Also mit der Blutfluss. Ich würde zuerst gerne die ganzen Trapper loswerden. Puh, nein! Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ich habe den Trapper gerade noch gesehen, aber da hat er uns schon erwischt gehabt. Ja, okay, dann holen wir uns jetzt Verstand. Ja, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, dann holen wir uns Verstand. Ich wollte eigentlich den Trapper, ich hatte den Trapper noch gesehen, ich wollte gerade ausweichen. Aber der hat uns schon an der Erwischung gehabt. Also, auf in den Verstand. Keine Monster hier. Ach doch, ich höre einen Schlurfen. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Ein Mantelrock-Zombie. Den töte ich schnell, der steht mir im Weg. So, spüre mein Gladius. Der stand mir jetzt im Weg. Der war jetzt nicht wichtig. Ich gehe jetzt trotzdem wieder auf den Revolver, weil ich glaube, es gibt noch Trapper. Nachladen können wir auch mal. Und dann holen wir uns Verstand zurück. Ich habe den Trapper noch gesehen, ich wollte dann noch weglaufen oder beziehungsweise kurz zurückgehen und ihn erschießen. Aber der hatte uns halt dann schon geportet. So, wir haben jetzt wieder vollen Verstand und jetzt gehen wir wieder zum Ende. Aber relativ ruhig Trapper-Dimension gerade. Hier gab es ja auch schon mal Grauen und solche Witze. Im Vergleich dazu ist es gerade relativ ruhig hier. Da ist auch nochmal ein Mantelrock-Zombie.
Ich hätte jetzt Grauen etc. erwartet. Ah. Und seht ihr oben was? Also das, darauf komme ich ja mal. Den schnell töten. Und dann wieder den Revolver nehmen. Seht ihr oben was? Da steht der Stein rum, den wir im letzten Part mit in Mike's Chapter verschoben haben, in die Körperdimension. Ich glaube, hier kommt alles hin, was man verschiebt, weil jetzt steht hier der Obelisk. Und die Leiche ist, glaube ich, aus dem Chapter gewesen vom Peter. Damals hat er eine Tür blockiert, ich glaube zum letzten Machtzirkel. Interessant, gut zu wissen. So, raus hier. 10 Minuten haben wir noch. Aber wie gesagt, bisher sind hier nur Trapper, bisher nichts Ernstes. Der eine ist halt teleportiert, das war jetzt nicht so toll. So, jetzt schauen wir mal. Hier war mal der Blutfluss, ne? In den Straßen der Verdammten fließt Blut durch Kanäle im Stein. Aus einem undenkbaren Grund. Achso, ja, das kennen wir schon. Das hatten wir schon mit Edward. Wo ist denn der nächste Trapper? Ich würde gerne loswerden. Ja, obwohl, der scheint uns ja nicht im Weg zu stehen. Wir müssen ja keine Munition verschwenden. So, hier war der Schalter. Der Schalter macht uns ja nichts. Der kam uns jetzt entgegen. Wenn er uns entgegenkommt, erschieße ich ihn schon. Wo geht's denn hier weiter? Da ging es ja nicht weiter, da ist nur eine Mauer. Ich lade nochmal kurz nach. Ja, ich werde erstmal den Revolver benutzen. Die Shotgun hebe ich mir auf. Für den Fall, dass wir sie brauchen. Ich glaube, hier ging es raus. Da sieht hier so ein Hausgang aus. Ja, hier geht's raus. Heißt, wir zu Gladius. Und dann müssten wir wieder im Gang vorne sein. Müssten. Wir wissen ja, manches ist auch untereinander verbunden. Aha, das ist eins der untereinander verbundenen. Okay, wir wissen aber, dass es da rausgeht. Dann sind wir jetzt im Gang vorne. So, und dann werden wir wieder das Schild aktivieren oder beziehungsweise erneuern. Ich weiß, dass wir noch Punkte übrig haben, aber das kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Wir haben schon gesehen, der dritte Boden zieht uns einiges ab, wenn wir das Schild nicht haben. Deswegen, ich denke, es kann nicht schaden, ein paar Kugeln mehr zu haben. So, jetzt haben wir zwei der Portale aktiviert. Es waren ja 9, das heißt, 7 sind noch übrig. Wir haben aber noch 7 Minuten. Ich denke mal, ein Portal können wir noch machen. Ich hoffe, das stimmt mit Aerotech. Also ich interpretiere das halt als, wir beschwören eine Kreatur, den anderen Alten, der dann Zerzüge aufhalten soll. Deswegen Aerotech. Nehmen wir den hier. Bei dem anderen gab es, glaube ich, auch die Tierrune für Beschwörung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Keine Trapper. Gut. Im Moment schiebe ich ein bisschen Zorn auf die Trapper. Weil bisher sind hier nur Trapper. Das eine Teleportieren hätte in meinen Augen nämlich nicht sein müssen. So, Paragonrune. Aktivieren. Ich nehme mal an, dass wir Uliaf beschwören werden übrigens, weil Uliaf ist jetzt der Turbo überlegen. Mantelrock können wir nicht beschwören, weil er gefangen ist und Xelotov wäre ja schwächer. Deswegen nehme ich stark an, dass wir Uliaf finden werden. Bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Ah, hier ist das Museum. Das, was damals das Museum war. Wo dann die Viecher rausgebrochen sind. Wir sehen hier drei Steine. Eine blau, eine rot, eine grün. Einmal ein Trapper. Das ist ein Trapper, ne? Genau, auf dem Monolith ist eine Metallplatte mit dem Symbol, das wie ein Trapper aussieht. Das hier ist ein Zombie, denke ich. Ein roter. Genau. Und das da vorne sah aus wie ein Grauen. Das hier ist das Museum.
wo damals die aus dem Glas gebrochen sind. Einige Gläser sind ja noch zu. Silhouette of a Horror, genau. Ich nehme mal an, hier muss man beschwören, dass man die wieder einsperren muss. Das heißt, ich beschwöre mal ein Grauen. Summon Horror mit Grün, weil es ist hier eine grüne Platte. Da kommt unser Grauen. Erst einmal, dass wir einen Grauen beschwören. Und das sieht man auch gerade. Nachdem ein Grauen beschwören wurde, drücke A, um einen Gegner anzugreifen. Mit R kann man den Stil wechseln. Und wenn man einen den Kopf angreift, von weit weg, macht er die Shock Attack, also halt die Blitze. Und man kann ihn natürlich auch anlassen. Ein Grauen kann Türen öffnen, aber keine Items aufnehmen. Ich denke mal, er muss auf die Platte hier. Oder, was passiert? Aha, das Grauen wurde jetzt wieder zurück in seine Glaswand gesperrt. Wir haben automatisch die Kontrolle verloren und die Barriere hat einmal reagiert. Ich denke, das müssen wir mit allen drei machen. Das heißt, hier ein Zombie, ein roter. Das ist ein ganz cooles Rätsel, finde ich. Da ist unser Chaturga-Zombie. Das ist ein ganz cooles Rätsel. Allgemein scheinen die hauptsächlich in Engar Rätsel zu sein und jetzt nicht unbedingt Gegner. Zumindest bis jetzt. So, und dann fehlt jetzt nur noch hier der Trapper. Das ist ein blauer Trapper. Das heißt, haben wir Trapper. Wir haben aber nicht genug magische Kraft. Mal kurz hin und her gehen. Dreierzirkel braucht ja nicht so viel Kraft. Ach, komm schon, Alex. Komm schon, Alex. Sei doch nicht so. Ich will doch nur einen Trapper beschwören. Sei doch nicht so gemein zu mir. Was? Kreaturen können nicht an diesem Ort beschworen werden? Willst du mich verarschen? Ich habe doch vorher auch einen Wächter und einen Grauen und einen Zombie beschworen. Willst du mich rollen? Natürlich kann ich hier Kreaturen beschwören. Dankeschön. Der kommt damit sowas, dass man Kreaturen nicht beschwören kann. Sowas aber auch. So, Trapper, auf in dein Glaskasten. Okay, die Barriere ist weg, wir können diesen Raum verlassen. Das Museum ist quasi wieder in alter Schönheit, in Anführungszeichen. Ich finde den Engar immer noch cool. Ehrlich gesagt finde ich es jetzt sogar cooler als damals, weil jetzt scheint man hier nicht mehr so nervige Kämpfe zu haben. Weil, wie gesagt, das Einzige, was wir bis hier an Gegner hier hatten, war ein Trapper. Nein. Weg nach hinten. Hier müsste es nach draußen gehen, genau. Aha, jetzt sind wir hier vorne. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 2 Minuten. Ich gehe noch kurz in den Hauptraum zurück. Das heißt, ich bezauber nochmal unser Schild. Nein, 3, 7, da kommen wir. Damit wir einfach im Hauptraum zurück sind und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, dass wir die restlichen aktivieren. So. Beim nächsten Mal werden wir dann einfach, jetzt sind wir hier wieder im Hauptraum, jetzt haben wir 3 aktiviert, 2 Paragon, die eine Air Attack. Und ja, beim nächsten Mal werden wir schauen, dass wir dann die restlichen 6 aktivieren. Und dann geht es, nehme ich mal an, zum, wie gesagt, Endkampf mit Pyos, zum Pyos aufhalten. Ich danke natürlich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. War jetzt eventuell ein bisschen unspektakulär, die Folge, weil ich meine, große Kämpfe hatten wir jetzt nicht. Aber immerhin, das Rätsel jetzt mit den Glasfesten fand ich ganz cool. Und allgemein die Stadt nochmal zu sehen, gefällt mir persönlich schon. Und genau, wir sehen uns dann einfach später bei der anderen Folge wieder und morgen wieder hier in Engar. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.